Genau, aber als erstes speichern wir mal und beenden hier die Folge. Jawohl, das war die Eröffnungsfeier mit Überraschungsgast Betis. Heute geht es weiter mit dem ersten Kampf hier in diesem Tunnel. Die letzten Gedanken nochmal sammeln, bevor man hier rausmarschiert und vermutlich gegen Nessa antreten muss. Und da sind wir wieder mit dem lang ersehnten Startschuss für das Finalturnier des Champ Cups. Im Eröffnungskampf der ersten Runde treffen die folgenden zwei Trainer aufeinander. Matze, der berühmte junge Hoffnungsträger des Champs. Und Kate, Vanessa ist der englische Name, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Nessa ist ja im Englischen. Du bist sehr viel stärker geworden, seit wir im Stadion von Kelton gekämpft haben. Delion ist eben nicht nur der Champ, weil er ein toller Trainer ist, sondern auch, weil er ein gutes Auge für das Potenzial anderer hat. Aber du bist nicht der Champ und du wirst den Titel heute auch nicht mit nach Hause nehmen. Ich werde diesen Kampf nämlich gewinnen und danach stoße ich Delion vom Thron. Ich weiß, dass man dich nicht unterschätzen darf, deshalb werde ich auch mit Dynamax kämpfen. Mein Team wird ordentlich Wellen schlagen und dich bis ans Ende der Welt spülen. Arenaleiterin Kate fordert dich heraus. Tektas gegen Gortron. Oh, Typenvorteil. Käfer auf Pflanze Vorteil. Sanya wird dir enttäuscht sein, aber ich werde dich und dein Team wegspülen. Aber. Das ist noch lange nicht. Dass wir hier verlieren. Kommt doch mit dem ersten Angriff. Wasser ist effektiv. Aber da der Käfertyp eben noch hinzukommt, ist es nicht nur, also nicht komplett effektiv. Oh, Rückzug Tektas. Zieht sich zurück. Das ist nicht schlecht. Golking. Golking sollte die Trommelschläge nämlich nicht aushalten. Arenaleiterin Kate, das ist jetzt Tektas ein. Wir haben nichts auf Tektas effektives so richtig. Also bleiben wir dabei. Stark. Pilippa Flugwasser. Ich habe echt Typen genommen, auch für diesen Endkampf, wo du sagst, okay, das sind nicht rein Pflanzenkiller. Also, wenn du jetzt einen Elektro-Pokémon hast wie Riffex, dann hat Pilippa keine Chance. Aber unser Team hat da gerade ein bisschen Probleme. Der Niesel kommt uns aber sehr entgegen. Eisstrahl Lapras jetzt. Rückenwind. Nochmal Eisstrahl. Ruheort. Lass sich noch heilen, lass sie sich noch heilen. Dachte, das ist effektiver, ja, aber ist das Wasser anscheinend echt gut mit dabei. Ein Volltreffer. Okay, das ist dein Ernst. Ja. Ich habe das Gefühl, Pilippa hängt ein bisschen.
besiegt. Barakiefer wird als nächstes eingesetzt. Gordraum, du bist wieder dran. Trommelschläge. Ui, mit der Attacke habe ich nicht gerechnet. Sehr schön. Level up und Kamalm. Wir kämpfen weiter. Das Beste kommt zum Schluss. Ein Pokémon habe ich noch. Das Beste kommt zum Schluss. So, darf ich das vorlesen? Genau. Kamalm. Und das wird jetzt Gigadyna maximiert. Und das ist bestimmt ein Special Kamalm. Gucken wir uns mal kurz an, was wir haben. Und setzen wir das obere Dynaflora ein. Die Verstärke eigentlich gegen Steinwasser. Schauen wir mal, dass die Käfer seine Chance haben. Verwandeln wir das Stadion in ein Meer. Gigadyna maximiere dich, Kamalm. Effektiv. Okay, das raus. Sand geht. Arena Lady Kate wurde besiegt. Es nicht, du hast uns den Wind aus den Segeln genommen und den Sieg davon getragen. Passiert, Kate. Wie gesagt, passiert. Matze hat gewonnen. Er hat es schon wieder geschafft. Er hat Kate bezwungen, genau wie bei der Arena Challenge. Mein Partner hat mit Dynamax ordentlich Wellen geschlagen, aber es hat nichts genützt. Die Wogen haben sich geglättet und du stehst noch immer fest wie ein Fels in der Brandung. Da fällt mir wieder ein, wie begeistert Zanya vor einiger Zeit von deinem Talent erzählt hat. Vielleicht hätte ich dir damals besser zuhören sollen. Vielleicht hätte ich ihr damals besser zuhören sollen. Spätestens jetzt sollten alle Leute in Galar völlig hin und weg von dir und deinem Pokémon sein. Genieß es. Lass dich von ihrer Begeisterung umspülen, lass dich auf der Welle ihres Applauses zum Ziel tragen, bis du vor dem Champ stehst. Es folgt eine kurze Pause, danach sehen wir uns wieder zum zweiten Kampf der ersten Runde, wieder. Jawohl. Oh, Matze gewinnt gegen Kate, Cider schlägt Mac, Yaro verliert gegen Roy und Kabu verliert gegen Ness. Heißt Halbfinale. Cider gegen Matze. Kampf. Kramor. Nächste Runde. Darf Kramor beginnen. So. Speichern wir mal. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann gegen Cider kämpfen.